Guten Morgen. Guten Morgen. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed and ignore the talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up. Wake up. Ja, wir sind wunderbar morgens dran heute. Selbst Thilo ist schon wach. Und wir haben unseren Gast Elmar T. Wir sind heute wieder zu Gast. Guten hallo, Morgen, Elmar. Grüß euch, hallo. Oh, jetzt haben wir dich ganz schlecht gerade, aber das reguliert sich hoffentlich von alleine. Das hört sich nach Paralleluniversum an. Elmar ist mit seinem iPad verbunden und eigentlich klappt das immer ganz gut. Und wir hatten Elmar zuletzt zu Gast am 18. Juni 2015 im Aufwachen 26, falls das nochmal jemand nachhören möchte. Da haben wir schon so ein paar Grundlagen geklärt in der Nachrichtenproduktion. Und Thilo möchte da heute dran anschließen. Ja, aber Elmar war ja ein interessanter Gast. Und um für unsere Hörer das mal klarzustellen, Elmar, du bist der ZDF-Nachrichtenchef, ja? Ja, so kann man es sagen. Dazu gehören hier Hard News und Soft News beim ZDF. Und dafür bin ich zuständig. Aber du bist hauptsächlich für den Boulevard zuständig, ne? So war das. Da können wir jetzt gleich drüber reden. Du bist der Boulevard-Terror-Experte. Ach, Thilo. Er lügt den Stachel, aber es gibt gleich Kontra. Also, lass hören. Ja, ich will nur kurz sagen, wir haben ein ganz minimales, kleines Vorgespräch geführt und deswegen weiß ich, Elmar Thewissen hat unsere letzte Ausgabe schon gehört, in der ich ja gesagt habe, ich bin schwer enttäuscht und ich fordere Verzicht von allen Zuschauern und ja, ich meine, jetzt kriegen wir Kontra. Okay, Elmar will erstmal anfangen, ja? Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe mir das in Ruhe angehört und natürlich ganz besonders die 15 Minuten, wo ihr versucht habt, unser Heute-Journal von vergangenem Donnerstag auseinanderzunehmen, speziell die Terrorberichterstattung. Und ich muss euch sagen, selten sowas Selbstgerechtes und teilweise Arrogantes gehört, weil ihr setzt euch dahin und verbreitet eine vermeintliche Wahrheit, die ihr glaubt, für euch gepachtet zu haben. Und das ist genau das, was ihr uns ja angeblich hier vorwirft. Und wenn ihr wollt, können wir gerne mal Stück für Stück durchgehen. Und ich kann euch sagen, dass ich überrascht bin, dass ihr mit dem Anspruch, den ihr euch gebt, einfach hingeht und eine Berichterstattung, die sich deutlich unterscheidet von dem, was andere an dem Tag gemacht haben, nämlich weil wir hingegangen sind und dargestellt haben, was ist. Wir haben auch dargestellt, wo es Fragezeichen gibt. Wir haben auch dargestellt, wo möglicherweise irgendwelche Motive der Behörden da eine Rolle spielen, in Bezug auf Karneval oder Sonstiges, ja. Und das haut ihr uns in der Form um die Ohren. Und das wirklich nur aus der Warte, als würdet ihr wissen, dass es in Deutschland keine Terrorgefahr gibt, als hättet ihr hier die Wahrheit gepachtet. Und das finde ich weder fair noch besonders intelligent. Ich würde nicht behaupten, dass es keine Gefahr von Terror gibt, aber wir haben den Ausgangspunkt, dass wenn Terror geschrien wird, dass wir erstmal das nicht glauben, ja, weil 99% der Terrorschreie sind falsch. So, darum ist ja, es. Ja, darüber können wir ja auch streiten. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, Terrorszene erstunken und erlogen und dass die Polizei im Grunde genommen uns anruft, damit wir dann bei irgendwelchen Plots mitmachen, was für ein purer Blödsinn. Stellt mir gern die Fragen, ich antworte auch drauf, aber bevor ihr sowas behauptet, recherchiert doch erstmal. Haben wir das so gesagt? Ja. Ich will es mal hier extra umframen. Mitgepinnt. Wenn man es jetzt andersrum framet, du bist ja auch zu Gast, weil es Ende letzten Jahres eine Terrorwarnung der Wiener Polizei gab für Österreich auf Twitter, die du dann aufgegriffen hast mit dem Nachsatz, auch in Deutschland möglich, worauf Thilo dir dann geantwortet hat, warum soll das auch in Deutschland jetzt möglich sein? Klar ist es möglich, weil wer will Terrorgefahr ausschließen? Das kann man ja nicht. Auch wenn wir hier flapsig sagen, wir gehen erstmal von nicht so einer großen Gefahr aus. Und dann kann man ja von diesem Moment so eine Kette aufbauen bis heute, dass man sagt, okay, wir haben abgesagte Fußball-Länderspiele, bei denen zum einen der Innenminister vor der Kamera sagt, Teile der Antwort auf die Frage, wie groß ist denn die Gefahr und was wissen Sie darüber, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das die Bevölkerung verunsichern würde. Stellt sich aber später raus, es handelte sich nur um ein Anruf aus dem Irak, daraufhin sprang die
üblichen Kaskaden in den Sicherheitsbehörden an, haben dann allerdings auf zwei Wegen die gleiche Nachricht doppelt hergestellt. Also es gab das zweifache Intelligence, von dem wir von Donald Rumsfeld wissen, es muss nicht unbedingt um Fakten handeln, sondern erstmal, es gibt diese Nachrichten kursieren und man... Das reicht schon. Genau. Ja, du hast gerade schon wieder Sachen durcheinander geworfen, die nicht zusammengehören. Also der Anruf aus dem Irak bezog sich auf die Geschichte in München zur Jahreswende und nicht auf Hannover. Und wir können gerne die Einzelfälle mal durchdeklinieren. Der Punkt ist doch der, es gibt tatsächlich eben eine Vielzahl von Terrorwarnungen, mehr als in den letzten 14 Jahren. Man kann dann erklären, was machen denn die Behörden damit, wenn sowas aufschlägt? Und wann kommt der Punkt und aus welchen Gründen gehen dann die Behörden hin? Und ergreifen auch Maßnahmen, wie zum Beispiel die Räumung eines Stadions in Hannover oder die Räumung von Bahnhöfen dann in München und Pasing. Mhm. Nun kann man sagen, das war alles überzogen und Blödsinn und so weiter. Am Ende sage ich ganz klar, ist ja die Entscheidung in einer Situation dann zu fällen. Und hinterher kann ich jederzeit sagen, uff, also Blödsinn, alles überzogen. Mhm. Die Wahrheit ist zum Beispiel bei München, die Maßnahmen der Polizei, das ist jetzt Kommentar, persönliche Meinung von mir, waren überhaupt nicht überzogen, sondern die waren übrigens sehr ruhig durchgeführt. Da gab es nirgendwo Bombenräumkommandos oder eine Wahnsinnshektik mit Spezialkommandos, die den Bahnhof gestürmt hätten oder so ein Blödsinn. Aber wir Medien sind in einer Weise damit umgegangen, die den Eindruck erweckt hätten, als wäre da allerhöchste Terrorwarnstufe. Und hier sage ich ganz ehrlich, nehme ich das ZDF aus, weil ich war an Silvester hier, weil wir die Sorge hatten, da tatsächlich passiert was an dem Abend, war ich hier und habe dafür gesorgt, dass wir nicht mehr als eine dürre Meldung gemacht haben, während andere Sondersendungen ins Programm gehoben haben oder dann eben die Riesenschlagzeilen produziert haben. Ja. Also, aber der Punkt ist ja, warum wir uns ein bisschen auf Twitter gestritten haben, weil du gesagt hast, naja, die Wiener haben das öffentlich gemacht und sollen wir das verschweigen? Das war ja der Ausgangspunkt, ne? Wo mein Punkt war ja, na, ihr müsst es nicht verschweigen, ihr könnt aber euch entscheiden, aus journalistischer Sicht wird das nicht berichtet, weil nicht alles, was die Sicherheitsbehörden veröffentlichen, müssen gerade Massenmedien wie das ZDF einfach weiterverbreiten, weil das ist ja dann auch... Hast du 100% recht und deswegen tun wir das auch nicht. Also wenn, sagen wir, wir wissen natürlich nicht alles, aber wir wissen einiges und natürlich haben wir auch mal in so eine Liste reingucken können, was denn da derzeit alles an verschiedenen Dingen ist hinter den Kulissen, ich sag's mal salopp, mit dem Innenminister, die Menschen verunsichern könnten. Und in der Tat, davon berichten wir vieles auch nicht, weil eben es zu dünn ist, weil man nicht weiß, ob man damit übrigens auch irgendwelche laufenden Operationen kaputt macht, beziehungsweise am Ende ein Risiko Wirklichkeit werden lässt, was ja eigentlich verhindert werden sollte. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir über etwas öffentlich berichtet, wo gerade Maßnahmen laufen und dann reagieren mögliche Täter über und ziehen los und schlagen zu. Paradebeispiel ist das, was vor einigen Jahren in Großbritannien passiert ist, wo dann eine öffentliche Berichterstattung dazu geführt haben, dass die Täter am Flughafen Gatwick mit einem Auto in die Eingangshalle gefahren sind, weil sie sich eben auf der Flucht und unter Druck wähnten durch diese öffentliche Berichterstattung. Also es ist immer eine Abwägung im Einzelfall. Ich will trotzdem nochmal an dieses Hannover, an die Pressekonferenz, also der Innenminister sitzt da neben dem DFD-Präsidenten und sagt, Teile der Antwort könnten Sie verunsichern. Und wir wissen heute, das Spiel wurde abgesagt nur aufgrund einer Ahnung. Also man kann auch im Nachhinein, findet man kein Faktum, von dem man im Nachhinein sagen könnte, das wäre tatsächlich ein Datum gewesen, das die Öffentlichkeit hätte verunsichern können. Es gab anscheinend keine Fakten, sondern nur ein Indiz. Richtig? So. Nee, also ich kann euch die Geschichte von Hannover gerne mal kurz erzählen. Also ja. Es gab Hinweise vom israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet,
der hingewiesen hat auf eine Terrorbedrohung für dieses Länderspiel. Und die sagen dann auch aus einer Quelle, die sie bisher als verlässlich kennengelernt haben. Mhm. Jetzt ist das dann schwierig für eine deutsche Behörde, weil die kennen diese Quelle natürlich nicht persönlich und wissen dann nicht einzuschätzen, ist die wirklich verlässlich, sondern können nur sagen, naja, bisher haben die Israelis eigentlich uns immer verlässliche Sachen gesagt. Und das war eine konkrete Warnung auf ein Ereignis, das wenige Stunden später beginnen sollte. Es gab Details zur Vorgehensweise der Terroristen. Der Sprengstoff werde, so hieß es da, mit offiziellen Fahrzeugen in den Stadionbereich gebracht. Und dann waren die natürlich alle alarmiert und haben sich überlegt, was sind denn Official Vehicles? So stand es in dieser Warnung drin. Und da kam auf einmal, naja, das können ja Polizeifahrzeuge, Rettungsdienst, was auch immer sein. Und dann haben die trotzdem dran gezweifelt in dem Moment, die Sicherheitsbehörden, und zwar Bundes- und Landesbehörden, weil sie sagten, wir haben keinerlei andere Hinweise darauf. Und deswegen hat man der Stadt Hannover und eben auch den Landesbehörden empfohlen, wir lassen das Ding stattfinden und fragen aber beim israelischen Geheimdienst nochmal mit so einem Fragenkatalog nach. Die sollen ihren Informanten bitte nochmal abfragen, der soll noch ein paar Details liefern. Und die haben eigentlich damit gerechnet, dass da nichts kommt, dass da keine Details kommen. Und um 18.31 Uhr kommt dann die Rückmeldung mit tatsächlich konkreten Details. Der Anführer sei ein deutscher Staatsbürger, der Name wurde genannt, er wollte den Anschlag im Stadion sogar filmen mit einem Statement von sich selbst und es sollte eine zweite Attacke dann auf den Hauptbahnhof von Hannover geben. Und wenn ihr das dann um 18.31 Uhr bekommt, dann steht ihr als Bundes- und Landesbehörden natürlich vor der Entscheidung, haben wir jetzt noch genug Zeit, um das gegenzuprüfen? Können wir auf dieser Basis uns entscheiden, halt gar nichts zu machen? Oder laufen wir das Risiko, es bumst und hinterher erfährt irgendjemand, es gab vorher sehr konkrete Warnungen und wir haben nichts unternommen? Und auf der Basis, das kann man auch anders sehen, aber auf der Basis haben die sich entschieden, wir sagen das Spiel ab. Und da ist es sehr einfach für euch und für mich hinterher zu behaupten, boah, da war doch nichts, ja, das ist alles nur irgendwie Teil eines großen Plots, um die Bevölkerung in Unruhe zu versetzen. Ich sage euch ehrlich, meine Meinung, ich halte das für Blödsinn. Und man kann immer noch streiten, ob die Maßnahme dann richtig ist oder falsch. Aber ich kann nachvollziehen, dass sie zu diesem Schluss gekommen sind. Okay. Ja, war sie denn richtig aus seiner Sicht? Also ich glaube, die Entscheidung ist unglaublich schwer. Und wenn du da sitzt und hast die Verantwortung für so und so viele Zehntausende von Menschen, dann landest du meistens lieber auf der Seite der Vorsicht. Ich hätte wahrscheinlich in der Situation selber so entschieden, obwohl es jetzt aus meiner Sicht als einer, der über Jahre da berichtet, auch ein paar Anhaltspunkte in diesen Warnmeldungen gab, die sagen, na, besonders glaubwürdig ist das jetzt nicht. Aber nehmen wir mal Paris, auch da gab es ja Hinweise drauf auf Paris, Paris 2, Novemberanschläge. Und hinterher würde man sagen, um Gottes Willen, wären sie doch diesen Hinweisen noch etwas besser nachgegangen, dann hätte man die Anschläge vielleicht verhindern können. Also ich bin völlig einverstanden damit, die Öffentlichkeit darüber zu informieren und das steckt ja quasi da drin, zu sagen, wir machen jetzt kein Länderspiel, darin steckt die Information, das ist hier wirklich gefährlich. Jetzt mal zurückgesprungen auf unsere letzte Ausgabe, also die Donnerstagsausgabe letzte Woche. Man hat 4 Leute festgenommen an 3 verschiedenen Orten in Deutschland. Im Fernsehen war ja zu sehen, das habt ihr mit gezeigt. Die Polizei hat sich ordentlich drum gekümmert. Es waren genug Polizisten da, es bestand keine Gefahr. Man hat keine Bomben gefunden, man hat keinen Sprengstoff gefunden, man hat keine sonstigen Bekenner. Also es war ja der Tenor, die Ermittlungen stockten, so hast du es ja auch gesagt. Deswegen wollte man sie dann aufrütteln und sozusagen einen physischen Zugriff machen. Warum war es wichtig, die Öffentlichkeit darüber als erste Meldung in der, wie ich sagen würde, wichtigsten und meistgesehenen Fernsehabendnachrichtensendung zu zeigen? Naja, weil das, glaube ich, für viele Leute das Thema des Tages war. Sie haben es überall zu sehen und zu hören bekommen. Jetzt klar, macht ihr ja hier den Punkt auf, dass sich das gegenseitig aufschaukelt. Aber es ändert ja nichts an 2 Dingen. Erstens, dass es die Tatsache gibt, da ist gegen mutmaßliche Terroristen vorgegangen worden. Und glaubt mir, nicht auf der Basis von Informationen, die reine Luftnummern sind, sondern es gab ein paar konkrete Anhaltspunkte. Die Art und Weise, was sie kommuniziert haben, wie sie kommuniziert haben, über welche Wege sie kommuniziert haben, welche Hintergründe sie haben, all das hat dazu geführt, dass die Behörden sich da zum Zugriff entschieden haben. Und das ist, wie ich finde, wenn hunderte von Beamten an verschiedenen Stellen gleichzeitig in Deutschland eine Razzia durchführen, ist es erstmal eine Nachricht.
Und wenn dann das große Thema ist, Anschlagsgefahr, Alexanderplatz und Checkpoint Charlie und solche Dinge, dann finde ich schon, kann man rechtfertigen, darüber ausführlich zu berichten und mal zu prüfen, was ist denn wirklich dran? Und da, sorry, kann man uns null Vorwurf machen. Wir haben von vorne bis hinten, von der Anmoderation von Marietta bis zur Abmoderation und das Stück dazwischen, genau dargestellt, was ist. Das ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, das zu tun und eben nichts zu überspitzen, sondern in diesem Fall einfach nur sachlich zu berichten, welche Hinweise gab es, was ist nicht gerechtfertigt und so weiter. Und auch die Motivation für die Behörden darzustellen. Und im Grunde genommen ist das mal ein exemplarisches, wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man differenzieren kann durch Berichterstattung, während übrigens andere, die an dem Tag Schlagzeilen produziert haben, die auch in ihren Sendungen das anders gemacht haben als wir, vielleicht eher das Thema völlig überhöht haben und überspitzt haben und die Terrorgefahr da größer gemacht haben, als sie tatsächlich ist. Wir haben das Ding, wie ich finde, sehr sachlich betrachtet. Wenn ich jetzt als Zuschauer die Schlussfolgerung ziehe, also ich sehe diesen Bericht, die Anmoderation, alles zusammen, vielleicht 3,5 Minuten oder so, 4 Minuten. Und da sagst du ja völlig zu Recht, ihr habt es nicht überdramatisiert inhaltlich. Ja? Also es gab keine Anhaltspunkte, sondern die Ermittler stockten, haben deswegen diesen aufrüttelnden physischen Zugriff gemacht. Wenn ich jetzt als Zuschauer die Schlussfolgerung daraus ziehe, na, wenn das bisschen Terrorgefahr zu einer so großen Berichterstattung führt, Top-Nachricht. Dann kann ich bei jeder weiteren Terrorberichterstattung erstmal sagen, okay, es ist nichts passiert, es ist überhaupt gar kein Thema, man will nur wieder sagen, man ist mal wieder irgendwo gestockt. Es könnte sein, dass 4 Menschen eventuell, und das ist ja dann das, so wurde es ja auch gesagt, für den Fall, dass sie einen Anschlag geplant hätten, hätte die Polizei jetzt frühzeitig gestört. So, warum soll mich das so aufrütteln, warum soll ich sowas auch künftig als Top-Nachricht im Heute-Journal akzeptieren als Zuschauer? Warum sollte mich das fesseln? Also, es lagen Haftbefehle vor. Mhm. Ein eindeutiger terroristischer Hintergrund bei mindestens einer dieser Personen. Alle Hinweise darauf, dass tatsächlich Planungen da im Gange sein könnten. Hunderte von Beamten führen Razzien durch. Das ist zunächst mal ein großes Thema. Und natürlich hätte es auch sein können, dass die auf den Computern, auf den Handys Belege für größere Netzwerke, für Anschläge etc. finden. Es ist furchtbar einfach, im Nachhinein zu behaupten, buch, da ist ja nichts gewesen, also war gar nicht gerechtfertigt, darüber zu berichten. Ihr tut darüber hinaus auch noch so, indem wir das in eurem Aufwachen da gemacht habt, dass ihr behauptet, die rufen bei uns an und dann springen wir. So ein hanebüchener Bullshit, mit Verlaub gesagt. Ja? Auch von wegen Verwaltungsrats gesteuert oder sowas, dass wir hier an Panikmache uns beteiligen. Wir recherchieren sehr sorgfältig und entscheiden uns auch oft genug, eine Geschichte, die andere vielleicht groß machen, ganz klein zu machen. Siehe Beispiel in der Nacht da in an Silvester in München. Und wir entscheiden uns bei anderen Fällen, es größer zu machen, um zu differenzieren und zu erklären. Natürlich passiert es auch mal, dass irgendjemand übers Ziel hinaus schießt und etwas dramatisiert, was so nicht gewährleistet ist. Aber gerade in diesem Fall kann man den Vorwurf wirklich null machen. Und ich halte es für fahrlässig. Und geradezu, ich sag mal, die Art und Weise, wie ihr dann Stimmung macht gegen in diesem Fall sorgfältigen Journalismus, unterhöhlt doch im Grunde genommen dann am Ende auch ein Vertrauen, was man haben sollte in eine Berichterstattung, wenn sie denn sorgfältig gemacht ist. Und hier könnt ihr mir wirklich, wir können Punkt für Punkt durchgehen, in keinem Punkt irgendwo belegen, dass wir hier nicht sorgfältig gearbeitet hätten oder Panikmache betrieben hätten. Wie habt ihr denn von diesem Razzia-Einsatz mitbekommen, sodass ihr auch Kameraleute vor Ort hattet, die das gefilmt haben? Wir haben gar nichts davon mitbekommen. Es kamen morgens die Agenturmeldungen und dann haben wir Kamerateams losgeschickt und dann sehen die natürlich noch, wie irgendwelche Leute Kisten aus irgendwelchen Wohnungen tragen. Es kann auch sein, dass irgendwelche freien Firmen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, an dem Tag den Polizeifunk abgehört haben und noch ein bisschen schneller da waren und diese Bilder dann hinterher verkauft worden sind und wir auch Material von denen gekauft haben. Habe ich jetzt nicht im Kopf. So läuft normalerweise Berichterstattung oder sagen wir mal, wie das Material entsteht bei solchen Aktionen. Selten bis nie lädt die Polizei Medien vorher mal ein, dabei zu sein. Es gab eine Ausnahme vor ein paar Jahren, da hatten wir mal den Hinweis, dass Herr Zumwinkel verhaftet wird. Das hatten wir vorher
Und da haben wir uns entschieden, tatsächlich direkt von Beginn an dabei zu sein. Mhm. Und da kann man uns dann auch vorwerfen, wir haben uns zum Werkzeug machen lassen. Es hatte damals Gründe, warum wir das gemacht haben. Also nochmal, wir wissen nicht vorher von der Polizei, wir gehen da jetzt mal rein in die Buden und räumen da ab, sondern wir fangen wie alle anderen erstmal bei Null an, wenn sowas über die Agenturen läuft, fangen wir an zu recherchieren, telefonieren rum, schicken Leute vor Ort und dann gucken wir, was zusammenkommt. Und warum kann so ein Einsatzbericht von eurer Seite aus nicht eine Nacht länger warten? Bis Freitag? Naja, also an dem Tag hat sich die Staatsanwaltschaft geäußert, da haben sich die verschiedensten, sei es Politiker oder wer auch immer, dazu geäußert. Es ist ja ein Ereignis an dem Tag selber. Es ist auf dem im Kopf und in den Gedanken sehr, sehr vieler Menschen, die das an dem Tag verfolgt hat. Und umso notwendiger ist vielleicht, dass man dann in einem Heute-Journal Stück für Stück auseinandernimmt, was ist dran und was ist nicht dran. Und das ist an dem Abend, wie ich finde, hervorragend gelungen. Guckt euch mal andere Medien an, die an dem Tag darüber berichtet haben. Bei denen würde ich das mal nicht unterschreiben, dass das hervorragend gelungen ist. Aber meine letzte Frage bezog sich jetzt darauf, man kann natürlich, und das hast du ja eben auch sehr deutlich dargestellt, wenn hunderte Polizisten losmarschieren, ist das erstmal eine Nachricht. Es hätte ja sein können, dass Moment. Das spielt eine Rolle, natürlich von der Größe, weil an mehreren Orten. Aber die Nachricht ist vor allen Dingen, es sind hier Leute, die per Haftbefehl gesucht werden wegen Terrorismus, offenbar in Deutschland an verschiedenen Orten, die miteinander in Kontakt stehen, sehr verdeckt übrigens miteinander kommuniziert haben und wo es Hinweise auf Terrorplanungen gibt. Ich finde, das ist schon eine wichtige Meldung. Aber würdest du sagen, auch mit dem, also wenn man den ganzen Bericht nimmt, hätte der einen Tag später seine Relevanz verloren? Oder wäre der auch am Folgetag noch genauso wichtig gewesen? Da hätte sich keine Sau mehr dafür interessiert, salopp gesagt, weil an dem Tag danach die Luft weitgehend ja raus war. Aber an dem Tag selber weiß man ja nicht, ob tatsächlich sehr belastbare Dinge dann gefunden werden. Und das scheint aber bisher nicht zu sein. Kleines anderes Beispiel. Auch da habt ihr wieder einen Fehler gemacht bei euch da im Aufwachen. Also ihr behauptet einfach, dass es hier keine Terrorszene in Deutschland gibt. Mhm. Ja, erstunken und erlogen, sagt ihr. Mhm. Und dann führt ihr den Fall Hanau an. Auch da sei ja der Typ nur festgenommen worden und alle wieder auf freiem Fuß. So ein Blödsinn, der steht gerade vor Gericht wegen Terroraktivitäten. Recherchiert doch mal sauber. Und dann könnt ihr uns vorwerfen, wenn wir schlecht recherchieren. Du meinst jetzt das Radrennen in Frankfurt, oder? Ja. Ja klar, der Kerl steht gerade vor Gericht. Ist das eine Terrorszene oder ist das ein Lonely Wolf, wie man so schön sagt? Ja, das haben wir ja tatsächlich und da können wir ja über Fakten reden. Wir haben ja eine Mischung. Wir haben ja tatsächlich Einzelne, die sich inspiriert fühlen vom IS und von anderen auf eigene Faust loszumarschieren. Wir haben aber tatsächlich Hinweise, dass es auch hier in Deutschland festere Strukturen gibt, wo tatsächlich jederzeit auch Anschläge passieren könnten. Ähnlich wie wir das in Paris 1 und Paris 2 gesehen haben. Paris 1 waren, ich sag mal, eher Einzelne, die sich inspiriert fühlten. Die einen eher von Al-Qaida und die anderen, der andere dann eher von IS. Und wo sich hinterher die Terrorgruppen dann draufgesetzt haben, gewissermaßen. Ja. Und bei Paris 2 ganz klar den Beleg, das Ding ist eine lang geplante Nummer, angeschoben, befohlen und mitorganisiert vom IS. Wo tatsächlich junge Leute nicht von Syrien aus hierher gekommen sind, sondern die haben mitten in unserer Gesellschaft zum guten Teil gelebt, die tatsächlich dann eben als eine größere Terrorgruppe hier die Anschläge verübt haben. Ja, aber du hast gerade gesagt, es gibt also Terrorszenen in Deutschland. Dann nenn doch mal ein paar. Es gibt an verschiedenen Orten in Deutschland Netzwerke, die auch schon in Terroraktivität, also Bonner Szene beispielsweise, sehr stark Querverbindungen sowohl zum Islamischen Staat, weil einige von den Pappnasen nach Syrien gegangen sind und weiterhin die Kontakte stattfinden. Wir haben ja auch den versuchten Bombenanschlag auf den Bonner Hauptbahnhof. Da war nicht nur eine Person beteiligt, sondern eine ganze Handvoll Personen war daran beteiligt. Wir haben in Pforzheim, Stuttgart, Ulm eine relativ starke Szene, die ebenfalls derzeit aktiv in Syrien kämpft beziehungsweise zurückgekehrt ist und hier in Deutschland weiterhin in einer, ich sag mal, islamistisch-terroristischen Szene aktiv ist. Wir haben in Berlin in den letzten Jahren mehrere aktive, ich sag mal, Terrorzellen, die aufgeflogen und vor Gericht gestellt worden sind. Übrigens, Klammer auf, mit Hilfe eines Informanten,
der vorher selber in der Szene drin war, der für den Verfassungsschutz dann gearbeitet hat, über den wir ja im letzten Jahr eine große Doku gemacht haben, Klammer zu. Also es gibt auch in Deutschland eine Szene, die ist sicherlich nicht so groß, wie sie in Frankreich oder anderswo vielleicht ist. Es gibt eine Szene, aus der tatsächlich eine Bedrohung auch für Deutschland existiert. Da würde ich, das ist ja ein Punkt, den ich ja wichtig finde. Es gibt ja, man kann ja von Terrorismus oder Terror in Deutschland reden, nur unser Punkt ist ja, der tatsächliche Terror, der in Deutschland passiert, kommt ja nicht von der islamistischen Seite, auch wenn es die gibt, da stimme ich dir ja zu, sondern von der rechten Seite. Und das ist ja der nächste Punkt, den ich mal aufmachen wollte. Wann hat denn das ZDF zum letzten Mal als Top-Nachricht rechten Terror gehabt? Weil das ist ja bei aller Vorsicht in Sachen islamistischer Terror in Deutschland, aber das ist ja der reale Terror in Deutschland. Und da haben wir das Gefühl, dass das ZDF da nicht in dem Maße darüber berichtet, wie über den vermeintlichen islamistischen Terrorismus. Was falsch ist. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten massiv über rechtsextreme, extremistische Gewalttaten gegen Flüchtlinge, fremdenfeindliche Aktivitäten berichtet. Die Zahlen sind ja auch massiv angestiegen. Und das sind immer wieder Einzelfälle, Anschläge auf Flüchtlingsheime oder wo Leute zusammengeschlagen, schwer verletzt werden. Wir haben übrigens auch im linksextremistischen Bereich momentan, ich sag mal, Gewalttäter, die nah dran sind am Terrorismus. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das Anzünden von Autos schon Terrorismus ist. Aber in Berlin beispielsweise oder in Hamburg haben wir eine linksextremistische Szene, über die wir auch immer mal berichten, wenn eben tatsächlich die was machen. Und was die Rechtsextremisten angeht, haben wir sowohl über die ganzen fremdenfeindlichen Gewalttaten berichtet, und zwar sehr intensiv, als auch übrigens über die letztes Jahr verbotene bzw. aufgeflogene und verhaftete Terrorzelle oder Terrorgruppe, die sich hier gebildet hat im rechtsextremistischen Bereich, die jetzt eben hier vor Gericht gestellt wird. Es ist sicherlich nicht einfach für uns als Journalisten herauszufinden, ob es noch mehr Rechtsterroristen in Deutschland gibt. Bei den Islamisten kann man das etwas konkreter und genauer sagen, weil man eben weiß, wie viele Personen auch schon teilgenommen haben an diesem Kampf, in dem sie in Syrien gewesen sind, wissen, wie es geht und hier in Deutschland als Gefährder eingestuft sind. Ich bin sicher, es gibt auch im rechtsextremistischen Bereich einige, die man auch jetzt als Terroristen qualifizieren könnte, aber die vielleicht nicht so auf dem Radar schon sind. Aber Thema NSU, also wir kommen gleich zurück auf die Verknüpfung IS und europäischer islamistischer Terrorismus. Bei der NSU-Berichterstattung ist ja sehr auffällig, dass es sehr wichtig zu sein scheint, und da nehme ich jetzt AD und ZDF mal gemeinsam, dass der NSU möglichst nur aus 3 Leuten besteht. Besser wäre sogar nur 2, also selbst Beate Zschäpe da wieder rauszunehmen. Über die Verknüpfung nach England wurde eigentlich nie berichtet in den Abendnachrichten, und es wird sowieso immer nur kurz aufgegriffen, wenn der nächste Termin stattfindet mit Verlesungen von Erklärungen oder Ankündigung von Erklärungen von Zschäpe. Und wenn man dann in diese Berichte reinschaut, dann hat man mehr so, dass die Psychoanalytiker nochmal sagen, was sie von Zschäpe halten. Statt dieses soziale Phänomen des Rechtsterrorismus in Europa, so wie er ja auch in den NSU-Untersuchungsausschüssen zweifach in Thüringen und in anderen Landesparlamenten aufgeschlüsselt wurde. Warum berichtet man nicht über eine große germanisch-britische, seit Jahrzehnten bestehende terroristische Verknüpfung? Die Namen sind ja alle bekannt, die Geschichten sind bekannt. Cepesh ist irgendwie das letzte Opfer. Und ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen, weil ich darauf verweisen kann, dass das ZDF sowohl im Hauptprogramm, in Heute und Heute-Journal, als auch in Dokumentationen im Hauptprogramm und auf ZDF-Info genau all das gemacht hat, was ihr vorhin angemahnt habt. Ihr habt es vielleicht nur nicht gesehen. Weil nee, im Heute-Journal nicht. Im Heute-Journal. Aber selbstverständlich, ich habe doch selber mit Rainer Fromm zig Stücke gemacht in den vergangenen 12 Monaten oder eine Reihe von Stücken gemacht zu genau dem. Übrigens auch zur Vernetzung in die Blood-and-Honor-Szene. Wir haben auch in großen Dokumentationen als allererste übrigens nachgewiesen, dass der Kreis der Unterstützer und möglicherweise der Mitglieder des NSU viel größer ist, als die Generalbundesanwaltschaft uns das glauben machen will im Münchner Prozess. Mhm. Wir haben darüber übrigens auch heute Journalbeiträge gemacht. Wir haben die ganzen Indizien dafür zusammengetragen und gezeigt. Wir haben gezeigt, wie die Blood and Honor Ideologie, deren Pamphlete man ja in den Trümmern da in dem verbrannten Haus gefunden hat, wie das Ganze offenbar befeuert hat.
Also tut mir leid, in der Sache könnt ihr vielleicht anderen deutschen Medien irgendwas vorwerfen. Wobei, ich sage jetzt mal, da haben zum Beispiel die Welt in Gestalt von Labs und Aust oder auch die ARD teilweise jedenfalls. Aber wir sicherlich alle voran eine ganze Menge Aufklärung genau zu diesem Feld gegeben und machen auch keinen Hehl daraus, dass wir der Meinung sind, dass die Bundesanwaltschaft geradezu eine lächerliche These beim Prozess aufgestellt hat, nämlich, dass es sich beim NSU wirklich nur um diese kleine Kerngruppe handelt. Möglicherweise die These nur deshalb eben verfolgt und aufrechterhält und manche Zeugen nicht befragt hat in den letzten Jahren, weil sie Sorge hatten, dass sie sonst Frau Schäbel nicht verurteilt bekommen. Okay, da schaue ich nochmal nach. Ich meine, der Punkt ist, also mein, um das mal ein bisschen zu konkretisieren, Elmar, du hast auch ein paar Strohmänner jetzt aufgemacht. Also ich weiß nicht, ob wir das alles so gesagt haben. Aber mein Punkt wäre, es gibt zu sehr Berichterstattung über diesen islamistischen Terror und die islamistische Terrorgefahr in Deutschland im Vergleich zu rechten Terror in Deutschland. Das eine sind potenzielle Gefahren, potenzielle Täter, potenzielle Terroranschläge, und bei dem rechten Terror haben wir nicht nur die NSU als mahnendes großes Beispiel, sondern halt auch, wie du ja selbst gesagt hast, die steigenden Angriffe auf Flüchtlingsheime und so weiter und so fort. Warum war das noch nie Thema Nummer 1 im Heute-Journal? Doch, war es. Also nochmal, uns, glaube ich, kann man den Vorwurf nicht machen, weil wir wirklich ständig im Blick haben, wo hier in Deutschland rechtsextremistische Aktivitäten sind und die Übergriffe auch sehr hochrücken in unseren Programmen, wenn möglicherweise auch Menschen an Leib und Leben unmittelbar gefährdet sind. Manchmal liegt man übrigens damit falsch. Also die Geschichte mit der Handgranate auf das Flüchtlingsheim haben wir natürlich berichtet, und natürlich war die Lesart eher mit hoher Wahrscheinlichkeit fremdenfeindlicher Anschlag. Jetzt lernen wir in den letzten 2 Tagen, dass ganz offenbar da ein Streit zwischen Wachpersonal unterschiedlicher Firmen im Gange war, und diese Handgranate galt dann dem Wachpersonal. Also auch da kann man Fehler machen, wie man sieht. Aber in der Tat, ich würde euch herausfordern, mir nachzuweisen, dass wir über diesen Rechtsextremismus nicht so berichten, wie wir es über Islamismus tun. Es gibt natürlich trotzdem einen Unterschied. Der Islamismus hat in den letzten Jahren mehrere, und zwar viel mehr größere, nicht unbedingt die kleinen, aber größere, erfolgreiche Anschläge in Westeuropa durchgeführt, bei denen tatsächlich Menschen im Grunde genommen schwer verletzt oder getötet worden sind. Das ist im Bereich Rechtsterrorismus Gott sei Dank noch nicht der Fall, aber selbstverständlich habt ihr recht, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass genau dieses passiert. Und wir haben übrigens auch als mit die Ersten darüber berichtet, dass sich da auf dem Feld Pegida eine Bewegung momentan befindet, die der Meinung ist, sie hätte nach Artikel 20 Grundgesetz das Recht auf Widerstand, und das auch mit Waffengewalt. Allen voran Herr Mannheimer und alias Herr Merkle oder auch Michael Stürzenberger und andere, die da als Büchsenspanner auf den Anhängern stehen in Düsseldorf, Dresden und anderswo und solche Dinge von oben runter sagen, was das Risiko birgt, dass tatsächlich, sei es Einzeltäter oder auch Gruppen, dann bereit sind, zu den Waffen zu greifen und hier in Deutschland loszulegen. Übrigens, interessanter Fakt, bei Rechtsextremisten werden ständig Waffen gefunden, während bei Islamisten tatsächlich in den letzten Jahren nur in 2 Fällen bei Razzien auch Waffen gefunden worden sind. Woran liegt das? Kannst du das kurz erklären? Weißt du das? Also es ist schwer zu sagen. Wir haben das auch die Sicherheitsbehörden gefragt. Meine Vermutung ist eher, auch nach Gesprächen in den jeweiligen Szenen, die Rechtsextremisten haben einen Waffenschein und gehen offen mit den Waffen um. Die gehen zum Schießtraining. Die haben vielleicht auch ihre Spielchen in den Wäldern irgendwo zur Tschechischen Republik oder anderswo. Also die haben relativ offen ihre Waffen, während die Islamisten im Grunde genommen diese Waffen dann bekommen, wenn sie sie brauchen oder sich holen. Und das Beispiel ist jetzt Paris. Hier haben wir zum ersten Mal meiner Meinung nach den Beleg, dass offenbar irgendein Dienstleister, denen die Waffen rechtzeitig inklusive der Sprengstoffgürtel zur Verfügung gestellt hat,
damit sie dann die Anschläge verüben können. Die haben die gar nicht selber alle, ich sag mal, besorgt und mitgebracht. Und das ist natürlich auch eine brandgefährliche Entwicklung, weil so eine Terrorzelle kann dann noch unauffälliger planen, weil sie gar nicht die Waffen selber beschafft. Das macht dann vielleicht irgendjemand anders. Und das macht es für die Sicherheitsbehörden noch mal einen Zacken schwieriger. Du hattest gerade Pegida angesprochen. Ich wollte noch mal kurz zur AfD kommen, weil Umfrageergebnisse sind ja auch immer im Grunde Medienwirkungsforschung. Mich würde mal interessieren, welche Rolle haben die ZDF-Nachrichten am Aufstieg der AfD? Was glaubst du? Ich glaube, wir haben ja berichtet über das Phänomen AfD und ich sag mal, die AfD hat am meisten dazu beigetragen, dass es mal eine ganze Weile wieder, sagen wir mal, nachgelassen hat, der Zulauf für die AfD, weil die sich halt in ihrer Führungsspitze so zerlegt haben. Und wir haben dann immer, wie alle anderen, auch berichtet über das, was jeweils ist. Aber tatsächlich hat gerade das, was sich im letzten halben Jahr getan hat, nämlich die massiv steigenden Flüchtlingszahlen, erheblich dazu beigetragen, dass offenbar nicht nur Sorgen, sondern auch Ängste in der Bevölkerung vorhanden sind, die es einfach machen, für die AfD auf dieser Welle zu reiten und dann eben neuen Zulauf zu bekommen. Und die haben offenbar auch den Vorteil, weil andere Parteien es ihnen dann auch wiederum einfacher machen, weil sie sich weigern, mit ihnen in eine Auseinandersetzung zu gehen, weil sie vielleicht auch nicht der Bevölkerung genug das Gefühl vermitteln, dass man auf Sorgen und Nöte und so weiter eingeht. Unsere Rolle dabei ist, über all das zu berichten. Ich glaube, was wir nicht können, ist, über das, was passiert in Deutschland, nicht zu berichten, damit dann am Ende nicht die AfD Zulauf hat. Das ist nicht unser Auftrag. Aber der Punkt war, wir haben in den letzten, ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge war, wo du es auch vielleicht auch gehört hast, Wolfgang Petri, wollte ich gerade sagen, Frauke Petri hat ja auch zugegeben, sie wollen provozieren, sie wollen, das sehen sie als ihre Aufgabe an, zu provozieren. Und da ist ja dann natürlich unser Vorwurf, die Medien fallen darauf rein. So, ja, guck mal, die provozieren schon wieder. Also die Medien, und da gehört auch das ZDF dazu, steigen darauf ein und helfen ihnen bei ihrem Aufstieg, indem sie genau da mitmachen, was die AfD ja. Aber was wäre denn dann euer Anliegen, wenn also Bundeschefs von irgendeiner Partei, die, Klammer auf, immer noch nicht als irgendwie verfassungsfeindlich eingestuft ist und wahrscheinlich auch aus guten Gründen nicht ist, Klammer zu, dass wir diese Äußerungen ignorieren? Nein, nicht ignorieren. Und gar nicht drüber berichten? Die Alternative ist doch ganz einfach, so wie man das bei ganz vielen Themen macht, wie zum Beispiel der Handgranatenwurf, als man noch nicht wusste, was es mit dem auf sich hat, oder als hier in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, auf einen Syrer während er schlief, durch sein Fenster auf ihn geschossen und er auch verletzt wurde. Man packt das einfach in eine Kurznachricht, die nicht länger geht als 20 Sekunden. Kurze Meldung. Statement hat gesagt, auch Waffengewalt soll an der Grenze, wenn man das auf 5-6 Minuten aufdröselt, frage ich mich immer, wozu? Ja, also in der Tagesthemen, da wurde es ein bisschen krasser gemacht, da wurde das gleich Megathema Nummer 1 und dann zum Abschluss mit einem Kommentar von Reinhard Becker, der dann nochmal sagt, ja, das geht aber übrigens nicht, das geht gegen die Staatsräson und auch, man kann gar nicht mehr von Politikern, sondern nur noch von die Menschen oder die Leute der AfD sprechen und so weiter. Das überzeugt ja niemanden. Warum walzt man das so aus? Leute, die den Staat hassen und da mitlaufen und das als und die Umfragewerte haben wir ja gut finden, die finden doch auch die 5 Minuten Berichterstattung darüber gut und freuen sich, dass das Thema ist, beziehungsweise sagen dann nochmal, naja, aber das war ein bisschen zu wenig, wir müssen die Probleme ernster nehmen. Also die AfD dominiert doch sowohl in der Medienöffentlichkeit die relevanten Minuten, nämlich die ersten Seiten in den Zeitungen, die ersten Minuten in den großen Nachrichten, sie treiben die CDU vor sich her, ja, alle Forderungen, die jetzt aufgedröselt werden, der ganze Streit ums Asylpaket 2 dreht sich um Familiennachzug, das zu 100% ein von der AfD auf den Tisch gelegtes Thema ist. Also die Alternative dazu ist nicht verschweigen, sondern das in eine Kurznachricht packen. Die AfD-Chefin hat gesagt, dass jeder sieht das dann, dass es irre ist und dass man darüber auch nicht länger reden muss. Das ist ja der Punkt. Also das ist ja auch ein Punkt von Journalismus, einordnen. Und indem man es einfach als super Kurzmeldung macht,
zeigt das auch als Redaktion, hey, das halten wir davon. Ist halt eine Meldung wert, aber... Naja, aber ich sag nochmal, wenn wir das unkommentiert und kurz machen, das liegt ja am Ende im Auge des Betrachters, ob das jetzt falsch ist oder richtig ist, das zu tun. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sagen, guck mal, das entlarvt doch, wes Geistes Kind die sind. Und das lassen wir einfach so mal in einer Kurzmeldung dann da stehen und gehen davon aus, dass die gesamte Republik dann da sitzt und sagt, ja, guck mal, das sind ja schlimme Finger. Ich würde mal wild behaupten, dann gibt es auch eine Menge in der Republik, die sagen, jo, die haben recht und finde ich eigentlich gut, dass das ZDF das einfach nur so mal auch in ihre Hauptnachrichten nimmt. Das gibt's immer. Also die Leute gibt's immer. Ja, aber schreit es nicht danach, genauso wie ihr ja fordert, wir sollen die Hintergründe und Zusammenhänge... Nein, das schreit nicht danach. Das schreit nicht danach. Wenn die AfD-Frau das sagt, dann wissen wir doch Bescheid, warum. Das versteht doch jeder. Nein, jeder versteht, aha, sie möchte irgendein Thema setzen, weil sie glaubt, da kriegt sie politische Unterstützung für. Alles, was darüber hinausgeht, eine Berichterstattung nur darüber zu machen, also alles, was über eine Berichterstattung chronistenpflichtig hinausgeht, nämlich Kommentar, Einordnung und so weiter, geht einher mit einem journalistischen Anspruch, der therapeutisch ist. Die Zuschauer an die Hand nehmen und ihnen nochmal sagen, übrigens, das ist der Streit. Nein, das ist Elmar, lass mich das kurz ausführen. Ich will das kurz ausführen, Elmar. Ja. Wenn man sagt, wir brauchen dafür einen Kommentar, heißt das, der Zuschauer versteht es nicht von alleine. Dieses Problem hat Thilo auch immer die ganze Zeit. Wenn er von irgendwelchen Leuten angesprochen wird, die sagen, du redest doch mit den Hamas-Leuten. Also ich bin ja der einzige Zuschauer, der das durchschaut. Allen anderen Zuschauern bitte ich dich darum, ihnen zu sagen, dass das doof ist. Kommentier das bitte, ordne das ein. Du hast hier einen therapeutischen, einen pädagogischen Auftrag, wo ich sagen würde, nein, den hat ein Journalist nicht. Wenn Frau Petri sagt, Waffengewalt an der Grenze ist okay, chronistenpflichtig, kurz wegmelden, fertig. Das muss nicht kommentiert werden. Also der Streit darüber ist so alt wie die Menschheit. Es gibt wirklich in den Anfängen der Berichterstattung Streit zwischen denen, die meinen, Homer liegt richtig, der hat nur das erzählt, was eigentlich geschehen ist, oder Thukydides, der sich das Recht herausgenommen hat, zu sagen, wir müssen den Leuten auch sagen, was es bedeutet. Wir müssen einordnen und Zusammenhänge aufzeigen. Und ich glaube, am Ende stimmt beides. Wir müssen einerseits die Chronistenpflicht darlegen, das ist Auftrag der Journalisten, aber in einer komplexen Welt haben wir auch die Pflicht und Schuldigkeit, Dinge einzuordnen, Hintergründe aufzuzeigen, Zusammenhänge. Weil uns dann, wenn wir es nicht tun, übrigens auch zu Recht vorgeworfen wird, dass wir verkürzen. Will man ein Beispiel nennen? Wenn wir nur darüber berichten, wie die bösen Piraten da die Schiffe in ihre Gewalt nehmen, damals jedenfalls, und dann fahren die deutschen Bundesmarineschiffe darunter und schützen jetzt die Handelsflotte oder was auch immer, dann berichten wir ja nur diesen kleinen Ausschnitt. Wir müssten doch wirklich hingehen und sagen, Leute, wir sind ja selber schuld, weil wir alle den exotischen Fisch gerne essen. Ja, wir fahren die Fangflotten darunter, fischen alles weg. Die Leute haben nichts mehr zu beißen. Sie werden kriminell oder Piraten, Terroristen oder machen sich auf den Weg nach Westeuropa. Und dann schicken wir, was völlig Banane ist, weil wir ja selber es verursacht haben, schicken wir dann diese Marineschiffe runter und versuchen, die Handelsflotte zu schützen. Solche Zusammenhänge müssen wir doch aufzeigen, damit man versteht, wie man möglicherweise ein Phänomen oder eine Bedrohung besser bekämpfen kann. Ist beim Terrorismus übrigens genauso. Wenn wir weiterhin immer nur uns auf nachrichtendienstlich, militärisch und polizeiliches Vorgehen, also repressive Maßnahmen konzentrieren in der Terrorismusbekämpfung, werden wir nie erfolgreich sein. Es geht darum, zu schauen, dass der fruchtbare Boden wegfällt, dass junge Leute nicht mehr bereit sind zu denken, das wäre irgendwo ein gerechter Kampf. So, jetzt habe ich lange Vorrede gemacht, jetzt komme ich nochmal auf das Konkrete zurück. In diesem Fall gibt es ja nicht nur die Äußerung von denen, von Frau Petri und Frau von Storch, sondern es gibt natürlich die entsprechenden Reaktionen daraus. Und diese Äußerungen sind ja auch in einem Zusammenhang zu sehen mit dem, ist das überhaupt erlaubt? Stimmt das, was die sagen, wenn die behaupten, das wäre im deutschen Gesetz so vorgesehen? Und dem sind wir ja dann nachgegangen und stellen fest, nee, das stimmt überhaupt nicht. Und da hat ja dann auch der Polizeiexperte, den wir in unserem Beitrag in der 19 Uhr hatten, der hat das gebrochen, hat gesagt, das ist falsch, was die da behaupten. Also wenn wir nur die Meldung machen, die haben das gesagt, dann bleibt doch der Eindruck bei den Zuschauern hängen, ja, wenn das im deutschen Recht so ist, dann sollte man das zur Not auch machen dürfen. Und das Ergebnis des Ganzen ist doch eigentlich, das weiß ich jetzt nicht zahlenmäßig, dass es ihnen auch geschadet hat, weil viele Leute gesehen haben,
die reden Blödsinn, das hat keine rechtliche Grundlage und obendrein ist das auch noch menschenverachtend, was die davon sich geben. Und insofern hat das eben auch wiederum zwei Seiten. Es hört sich so ein bisschen so an, Elmar, darum frage ich nochmal nach, als ob du so einen Teufelskreis aufzeigst. Also je krasser eine Äußerung von einer Partei ist, desto nötiger ist eine Einordnung. So, das führt doch dazu, dass Parteien gerade vom rechten Spektrum natürlich krasse Forderungen stellen, um damit wieder in den Medien zu landen, damit ihr es einordnet. Und die wollen natürlich nicht, dass 100% oder ist klar, dass 100% der Zuschauer das nicht gutheißen und sie deshalb wählen würden, aber 20-30% der Leute sagen sich, naja, der ZDF halt Unrecht. Also erstens, die Gefahr besteht ja immer. Zweitens haben wir Meinungsfreiheit in Deutschland und dürfen alles sagen, sofern es nicht unmittelbar zur Gewalt aufruft. Klar, klar. Und drittens spielt ja schon eine Rolle, wenn wir das verschweigen, wenn wir oder es klein machen. Ich will auch nochmal sagen, dieses Zitat, was ich vorhin nannte, da von wegen nach Artikel 20 Grundgesetz das Recht auf Widerstand, auch mit Waffengewalt, weil sich Kirche, Staat und Medien verschworen haben, gemeinsame Sache mit dem Islam zu machen. Das sind alles Zitate von einem dieser Büchsenspanner da. Wenn wir nicht darüber berichten, über solche Dinge, dann verstehen die Leute nicht, dass möglicherweise wir kurz vor einer Gewaltwelle aus diesem Bereich dieser Gesellschaft sind. Und mit anderen Worten, wenn man eine bedrohliche Entwicklung totschweigt oder klein macht, dann kann das auch dazu führen, dass sie unterschätzt wird und am Ende ihre volle Wirkung entfalten kann. Und deswegen glaube ich schon, wir haben die Pflicht und Schuldigkeit zu hinterfragen, ob das stimmt. Und damit meine ich eher nachprüfen. Stimmt das, was die behaupten? Welche Auswirkungen hat das? Wo befinden sie sich dann im politischen Spektrum? Also ist so eine Äußerung beispielsweise schon anders, dass man sagen kann, die sind ja rechtsextremistisch, also verfassungsfeindlich. Und dann kann man auch darüber reden, ob man sie erstens unter Beobachtung stellt und zweitens vielleicht sogar verbietet. Das ist hier noch nicht gegeben. Aber das sind alles Faktoren, wie ich finde, die gehören auch in eine journalistische Berichterstattung. Da will ich dir vollkommen zustimmen und da hast du völlig recht. Nur gucken wir uns mal das Beispiel Amerika an. Da gibt es ja auch, ich will es jetzt nicht AfD-Phänomen nennen, gibt es das Phänomen Donald Trump. Der behauptet auch so viele Dinge, der hetzt in alle Richtungen und wir merken, obwohl die amerikanischen Medien das immer und immer wieder dekonstruieren und den Leuten aufzeigen, was das für ein Bullshit ist, die Leute, also viele Leute, interessiert das nicht und das hat keine Wirkung. Und glaubst du nicht, dass das auch hier in Deutschland so ein Phänomen werden könnte, dass egal, ob nun das Heute-Journal oder hier kleine Podcasts wie wir immer wieder darauf aufzeigen, was das für ein Bullshit von der AfD ist, indem man den Bullshit aber medial transportiert, erreicht das die Menschen, die sie erreichen wollen. Aber dieser Bullshit wird ja dann gebrochen durch andere, die das dekonstruieren. Also im Grunde genommen sagen, was das, wie zum Beispiel der Polizeiexperte, was das für ein Blödsinn ist aus rechtlicher Sicht. Und natürlich auch die Frage dann aufwirft, inwieweit sowas tatsächlich Aufforderung zu Gewalt ist oder ähnliches. Das heißt, klar, wir haben leider keine, sagen wir mal so, perfekte Welt, wo wir sagen können, wir zeigen nur das, was wirklich ist und überlassen alles den Leuten selber, weil es wichtig ist, meiner Meinung nach, Dinge einzubetten. Nehmen wir ein Beispiel aus den letzten Tagen, wenn der Ministerpräsident des Landes Bayern davon spricht, dass hier eine Herrschaft des Unrechts offenbar existiert in Deutschland, dann muss man das mal in Zusammenhang stellen. Man muss auch nochmal nachfragen, haben Sie das wirklich so gemeint, wie das da jedenfalls in dem Interview stand und so weiter. Wenn man es einfach nur berichtet, dann bleibt doch der Eindruck hängen, dass ein Politiker einer großen deutschen Partei offenbar zu dem Schluss gekommen ist, es gibt ja eine Herrschaft des Unrechts. Och, dann kann man das ja sagen. Und die AfD sagt ja eigentlich auch nichts anderes. Dann kann man die ja auch wählen und so weiter. Genau. Also ich finde schon, da ist es wichtig, die Zusammenhänge aufzuzeigen. Und warum sagt man dann bei Trump einfach immer nur, anstatt dann auch mal so ein Argument ernst zu nehmen, wie zum Beispiel mit der Mauer,
Warum sagt man bei ihm einfach nur, na, das ist halt der Hetzer, der Spinner, der Extremist? Also da findet ja auch keine Einordnung statt, nur man erkennt eben, in Deutschland ist es viel erfolgreicher, die Leute einfach so zu verdammen, wenn man, also ich finde zum Beispiel nicht, dass er ein Extremist und ein Hetzer ist, aber das funktioniert ja sehr gut, ZDF und ARD gehen ja da Hand in Hand zu sagen, ja, Donald Trump, das ist halt ein Extremist, den nehmen wir gar nicht ernst. Wir würden nicht eine Frage von dem inhaltlich durchkauen, aber wenn die AfD irgendwie kommt und vom Schießbefehl redet, dann sagen wir, nee, das ist keine moralische Frage, das ist eine rein juristische Frage, jetzt schauen wir uns doch mal im Detail an, ob die recht haben oder nicht. Na gut, es ist auch eine moralische Frage und das haben wir übrigens ja ebenfalls reflektiert in unserer Berichterstattung. Aber Trump ist richtig, wir zeigen im Grunde genommen, wie weit er da draußen ist, dass er innerhalb von seiner eigenen Partei oder vermeintlichen Partei als Lunatic auch gesehen wird. Also auch da bilden wir tatsächlich Wirklichkeit ab und testen mal, ob das, was er da so von sich gibt, ob das in irgendeiner Weise durch das amerikanische Rechtssystem gedeckt ist. Mhm. Aber sagen darf er das, genauso wie die AfD Dinge sagen darf oder auch jeder andere Sachen sagen darf. Ja, klar, alles das andere wäre ja dann tatsächlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und darüber kann man auch lange streiten. Ich glaube, das ist ein extrem hohes Gut und deswegen müssen wir zum Beispiel auch ertragen und tun das ja auch jeden Tag, und vor allen Dingen Leute, die berichten, müssen ertragen, dass sie in den sozialen Medien dafür beleidigt, beschimpft und mit menschenverachtendsten Formulierungen bedacht werden, weil wir unbequem sind, weil wir nachfragen. Und ihr habt zwar völlig recht, man kann alles immer auch noch besser machen, aber was keine Option ist, ist aufzugeben, nur weil uns jemand angeschrien hat. Das ist keine Option, sondern wir müssen den Dingen nachsteigen und die Zusammenhänge aufzeigen. Jetzt habe ich zum Abschluss, möchte ich gerne mal auf ein Thema ankommen, bei dem ich dem ZDF den Vorwurf mache, das größte, wichtigste geopolitische Thema beim Thema IS und Terrorismus überhaupt zu verschweigen. Nach dem Terroranschlag in Jakarta, 14. Juni 2016, da hast du ja auch eine Einschätzung vor der Kamera gegeben. 14. Juni 2016? 14. Januar 2016. 15. Nee, 2016. Ah, ja, 16, in Jakarta, ja, dieses ja, ganz Jakarta, aktuelle ja, Ding, ja, was vor ja. vier, wo die zwei gestorben ja. sind. Und Januar meinst du? Also. 14. Januar 2016. Ja. Du hast Juni gesagt. 14. Januar 2016, da warst du ja auch einmal vor der Kamera im Studio und ja. hast dann nochmal eine Einschätzung gegeben, bist dann auch nochmal auf die anderen Terrorthemen eingegangen und hast dann zum ersten Mal gesagt, die Nachschubwege, es geht nicht, IS lässt sich nicht nur mit Krieg bekämpfen, sondern auch die Nachschubwege müssen abgeschnitten werden. Und dann kommt der wichtige Satz, da hat die Türkei ein ganz schlechtes Zeugnis in den vergangenen Monaten und Jahren. Warum wurde das in den Jahren seit 2012 niemals im Heute-Journal thematisiert, dass die Türkei der größte Unterstützer des islamischen Staats ist in der Region Syrien und in der Türkei? Größter? Also würde ich auch bestreiten wollen, weil wir in der Tat, also die Frage ist immer, wie oft und wie viel wollt ihr in der Berichterstattung darüber sehen? Und wir haben es trotzdem gemacht und ihr habt es vielleicht übersehen. Wir haben Auslandsjournale gemacht, wir haben Heute-Journal-Stücke dazu gemacht, gerade als es um den Kampf um Kobani ging, sehr intensiv aufgezeigt, dass offenbar die türkischen Sicherheitsbehörden weggucken, wenn IS-Kämpfer über die Grenze kommen. Wir haben über dieses Krankenhaus berichtet, wo die Kämpfer dann behandelt werden, wenn sie verletzt worden sind. Also wir haben es schon in der Berichterstattung gehabt, aber da liegt vielleicht auch die Schwierigkeit. Unsere Informationswelt ist mittlerweile so fragmentiert, dass selbst wenn du es mal ins Schaufenster hängst, es nicht hängen bleibt und nicht so auffällt, wie es eigentlich sein müsste. Und es kommt eins dazu, wir bewegen uns da natürlich in einem Sektor, der, sagen wir mal, wenn man journalistische Maßstäbe anlegt, muss man natürlich auch beweisen können, was man da so behauptet. Und da kann man nur klar sagen, das ist sauschwer. Also da vor Ort die Belege dafür zu finden, teilweise wird man gar nicht reingelassen. Also Medien dürfen in bestimmte Landesteile in der Türkei nicht rein. Übrigens haben wir das dann auch berichtet, dass wir da nicht rein dürfen und so weiter. Ist auch schwer und ihr habt zu Recht den Uli Gack gelobt, weil der Uli natürlich gucken geht und auf verschiedenen Seiten und über Dinge berichtet hat, über die andere in den letzten Jahren nicht berichtet haben. Und ihr habt auch recht, dass das eine ganz schwere Entscheidung ist, ob man ihn da reinlässt und natürlich auch für ihn selber. Aber beim Uli weiß ich natürlich immer, der ist so krisen- und kriegserfahren, und wir koordinieren das so eng in Absprache hier und wir wissen so genau, was er da macht, dass wir das Risiko eingehen,
Und sage aber auch ganz ehrlich, uns fehlt bestimmt auch ein Teil in unserer Berichterstattung, weil wir an anderen Stellen das Risiko nicht eingehen. Und da kann man uns vorwerfen, dass wir, warum haben wir nicht ständig jemanden irgendwo in Syrien, in den Kriegsgebieten rumkurven und so weiter? Mhm. Oder warum hat es irgendwie ein anderer Sender, aber wir nicht und so weiter? Da sage ich ganz einfach, da ist mir das Leben meiner Mitarbeiter natürlich tausendmal wichtiger als am Ende die Berichterstattung. Das verstehe ich. Dass wir Ulrich Gack hier nochmal erwähnt haben, finde ich auch sehr gut, weil er genau da ist. Er könnte ja zum Beispiel auch in Kobane mal zeigen, ich meine die ganze Stadt, es wurde ja in der Donnerstagssendung am Ende dieser Drohnenflug über Homs gezeigt. Kobane sieht genauso aus. Für alles, was in Kobane passiert ist, ist die Türkei schuld. Es gibt dafür eine Quelle, Christoph Reuter, der dieses Buch Die schwarze Macht, der islamische Staat und die Strategen des Terrors geschrieben. Kennst du das? Ja. Es gibt darin einen Ausschnitt, ich möchte jetzt mal, dass wir das hören, aus dem Audiobuch, 1:22 geht das. Das Buch ist vom April 2015 und beschreibt die zurückliegenden Jahre. Während wir das hören, möchte ich nochmal, dass alle Hörer auch dran denken, dass ich gerade gesagt habe, vor Januar 2016 gab es in dem ZDF-Heute-Journal keine Erwähnung von IS und Türkei und einer Zusammenarbeit. Und das hat, ich fand das so krass, weil ich habe dann dieses Hörbuch gehört und den Text auch nochmal dazu gelesen und konnte es eigentlich gar nicht ganz glauben. Also wir hören mal kurz diese 1:22 zum Thema Türkei unterstützt IS. Stefan, kann ich noch einen Punkt machen, ganz kurz? Ja. Elmar, da fällt mir ein, ich weiß, im Januar, da ging es ja auch schon selbst bei der Bundesregierung um IS und Türkei. Und ich weiß, als die Russen zum Beispiel mal eine Pressekonferenz gemacht haben, wo sie aufgezeigt haben oder ihre Hinweise, ihre Beweise präsentiert haben, warum der IS mit den türkischen Behörden unter einer Decke steckt, darüber hat das ZDF nicht berichtet. Ich weiß, die Tagesschau hat auch nicht darüber berichtet, die Tagesschau 24 haben in kleinen Schalten mit ihren Korrespondenten darüber berichtet, die dann auch gesagt haben, naja, ist schon was dran und wir haben ja auch unsere Satellitenbilder, da kann man das sehen. Darüber hat das ZDF Reuters-Journal nicht berichtet. Lag es daran, weil die Russen die Pressekonferenz... Also ich spiele jetzt mal kurz den Clip und die Frage ist, ist es wirklich eine journalistische Herausforderung, darüber zu reden, wie Türkei und IS zusammenarbeiten? Wenn Jordanien eine Sackgasse für den internationalen Reiseverkehr des Terrors ist, dann lässt sich die Türkei am ehesten als dessen Autobahn beschreiben. Etwa 9/10 der 15.000 bis 20.000 ausländischen Anhänger und Kämpfer, die von Sommer 2012 bis Anfang 2015 zum IS gereist sind, kamen durch die Türkei. Und sie kommen weiterhin, landen in Istanbul, fliegen oder fahren weiter nach Hatay, Gaziantep, Urfa, bleiben manchmal wochenlang in Quartieren, Trainingslagern auf türkischem Boden, bevor sie oft unter den Augen der Gendarme, der türkischen Grenzpolizei, nach Syrien gehen. Ungehindert sind die Dschihad-Nomaden in den vergangenen 3 Jahren aus aller Welt über türkische Flughäfen ein- und ausgereist. Der Flughafen von Hatay in der gleichnamigen Südprovinz sah oft aus wie eine Vielflieger-Lounge für Al-Qaida. Tunesier, Tschetschenen, Saudi-Araber, Ägypter, Usbeken, Europäer und viele andere mehr reisten manchmal schon in knielanger afghanischer Tracht oder Kampfanzügen an, in Gruppen und mit schwerem Gepäck. Monat um Monat war es das gleiche Schauspiel, bis die Radikalreisenden in der zweiten Jahreshälfte 2014 häufiger auf Fernbusse umstiegen. Ja, also in Kampfmontur. So krass, dass sich Touristen beschwert haben in den Fliegern, weil zu viel Terroristen mitgeflogen sind. Das ist jetzt veröffentlicht im April 2015, beschreibt die Jahre seit 2012. Und wir hören das erste Mal, ich bleib dabei, das erste Mal im Januar 2016 vor der Kamera, dass die Türkei eventuell Unterstützerkraft von IS ist. Wie konnte das passieren? Also sage ich euch ganz klar, ich habe die Zeit genutzt, um hier in unser Archiv zu gucken. Und kann euch sagen, haben wir darüber berichtet. Und zwar im Zusammenhang mit Kobe sind wir an der Grenze unterwegs gewesen und haben gezeigt, die Stellen, an denen mutmaßliche IS-Kämpfer problemlos hin und her gehen können und auch Material und Waffen liefern, geliefert werden. Wir haben im Mittagsmagazin über die Vorwürfe von Putin berichtet gegenüber der Türkei.
Ich habe jetzt noch nicht gefunden, ob wir an dem Tag irgendwie eine Meldung oder sonst was auch hatten zu diesen Vorwürfen. Aber im Mittagsmagazin war ein 2:30-Beitrag von Luc Walpott drin. Mhm. Auch in der 12 Uhr heute war einer drin. Aber nicht mal heute Journal. Und wir in Gesprächen mit Michael Lüders und anderen, auch im heute Journal übrigens, haben wir das ebenfalls mal thematisiert. Wir haben es nicht bewiesen. Also wir haben nicht den Videobeweis antreten können, dass das tatsächlich passiert. Ich hatte übrigens vor 2 Jahren mal das Vergnügen, mit einem Informanten zu reden, der mir sehr detailliert schildert, wie das wohl abläuft. Wir haben dann geprüft, ob der Mann echt ist. Ich sage jetzt das mal so. Und haben dann leider extrem große Zweifel, dass es sich um einen Echten handelt, sondern eher um einen Nachrichtenschwindler, aber sind da nach wie vor dran, der selber behauptet, er habe für den türkischen Geheimdienst gearbeitet und an solchen Sachen mitgewirkt. Oh. Aber wir müssen uns schon ziemlich sicher sein, dass der echt ist und authentisch, bevor wir dann jemanden wie den vorführen und als Kronzeugen anführen dafür, dass das so stattgefunden hat. Sage ich mal ganz salopp, da haben wir aber was in Vorbereitung. Also die Türkei ist ja ein NATO-Staat. Mhm. Gestern Abend kam das Zitat von Erdogan, Präsidenten: Amerika ist verantwortlich für ein Sea of Blood und in der Region. Es kann nicht sein, sagt Erdogan, dass Amerika sich nicht entscheiden kann, ob sie jetzt an der Seite der Türkei kämpfen oder eben, also Kampf um die PKK. Ja. Erdogan kümmert sich kein Deut um die Bekämpfung von IS. Ihm ist nur diese PKK-Bekämpfung wichtig. Und da sieht er sich Amerika, sagt er, funkt ihm da ins Geschäft rein. Die beiden kommen wahrscheinlich, also Amerika und Erdogan, die kommen wahrscheinlich nicht mehr auf einen grünen Zweig, Russland und die Türkei auch nicht. Man kann jetzt sozusagen, ja, die Lunte brennt schon, man weiß genau, irgendwas passiert mit der Türkei innerhalb eines Jahres. Man muss sich die Frage stellen, ziehen wir jetzt in einen Krieg gegen einen NATO-Staat? So, die Amerika spielt es noch ein bisschen runter und so weiter, aber das ist doch seit Jahren jetzt in Vorbereitung. Ja, also und ich muss jetzt gleich Schluss machen, weil hier eine Besuchergruppe, eine Schülergruppe kommt. Es gibt zum Beispiel auch ein Dokument von der Defense Intelligence Agency aus dem Jahr 2012. Das ist so eine Analyse, was sich da gerade eben im Irak und in Syrien tut. Und in dem Papier steht sehr intensiv drin, dass man vor dem Risiko steht, dass ein erklärtes oder unerklärtes salafistisches Fürstentum im Osten Syriens entsteht. Wie gesagt, 2012. Ja. Und dann steht in dem Papier auch drin, genau wie die Machtverhältnisse verteilt sind und wer wen unterstützt. Und da steht dann eben auch drin, dass die Opposition eben ganz klar bestimmte Gruppen da unterstützt. Und dann steht da eigentlich drin, das nehmen die eigentlich im Kauf, weil sie wollen ja den Assad im Grunde genommen besiegen und deswegen nehmen sie das Entstehen dieses salafistischen Fürstentums dafür in Kauf. Ja. Also hier gibt es tatsächlich Anhaltspunkte dafür, dass nicht nur Türkei, sondern eigentlich der gesamte Westen die Entstehung des IS mit befördert haben, weil es ihnen politisch opportun erschien im Kampf gegen das Assad-Regime. Darüber werden wir auch berichten. Wir sind jetzt gerade dabei, weiteres zu analysieren und zu recherchieren. Ich bin hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz und werde hoffentlich die Gelegenheit haben, darüber mit John McCain und anderen mal zu sprechen. Ja, und das sind Dinge, die gehören natürlich auf den Tisch. Und aber ich sage immer gleich dazu, wer denkt, dass Politik und Weltpolitik immer nur, ich sag mal, schwarz oder weiß ist oder immer nur einem moralischen Anspruch genügt, der ist völlig naiv. Es gibt leider eine unglaublich große Grauzone und am Ende muss man immer, wie ich finde, transparent machen, aus welchen Gründen man sich mit wem ins Bett gelegt hat, sage ich mal. Wir wollen ja auch nicht Moral mit Politik verwechseln, das wäre ja wirklich naiv, da hast du ja völlig recht. Ich möchte mich aber noch bedanken, dass du jetzt die Zeit dir genommen hast und uns ein bisschen verteidigen im Sinne von, Emma, wir sind Fans vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fans von euren Nachrichten, weil ihr die besten Nachrichten macht. Aber wir wollen natürlich, dass sie besser werden und ab und zu das, was uns nicht gefällt, aufzeigen und das auch zugespitzt machen. Und deswegen immer gern das Angebot, wenn ihr Fragen und Kritik habt, lasst uns wieder reden. Ja, das finde ich ja. Am Ende geht es auch uns drum, was wir, wenn wir Fehler machen oder wenn wir besser werden können, immer her damit.
Ich wünsche mir, dass irgendwann mal ein Heute-Journal mit einem Beitrag von Ulrich Gack eröffnet wird und dass dieser Bericht von vor Ort länger geht als 3 Minuten. Und man kann, das habe ich beim letzten Mal gesagt, man kann fast beliebig irgendeinen aktuellen Bericht nehmen. Und dann möchte ich gerne Aufklärung darüber, was mit der Türkei los ist, weil wenn die Türkei als NATO-Mitglied so sich verfangen hat politisch, dass sie alle zu Feinden erklärt, jetzt auch Amerika nach Russland, dann habe ich Angst, und zwar viel mehr Angst als vor irgendwelchen Terrorzellen, von denen ich immer noch nicht glaube, dass sie eine echte Gefahr sind hier in Europa. Und ich hoffe da, dass, wenn irgendwas passiert, es nicht überraschend ist, sondern dass die Türkei-Sachen vorher vorbereitet werden oder dass hier so verantwortungsvoll mit eventuell dann doch echtem islamistischen Terrorismus umgegangen wird, dass ich nicht darüber verwundert bin, wenn die Polizei mal losrückt, sondern dass ich sage, okay, völlig zu Recht macht sie das. Und völlig zu Recht kriege ich das auch mit, weil verantwortungsvolle Journalisten mich darüber informieren. Das lassen wir mal so stehen. Ich muss los. Gut. Mach's gut. Danke, Elmar. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Gut, und das war's dann auch schon. Ja. Oder möchtest du noch was anfügen? Nein. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir lassen das jetzt einfach so stehen und lassen unsere Hörer das für sich einordnen. Ganz genau. Bis dann.